Hallo und herzlich willkommen bei Doidpedia, der enteralen Infothek von Doid Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie einen Verbandswechsel einer PEG-Sonde durchführen. In den ersten 5 bis 7 Tagen nach Anlage einer perkutanen Sonde, wie zum Beispiel einer PEG-Sonde, ist ein steriler Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen jeden Tag erforderlich und sollte von einer Pflegefachkraft durchgeführt werden. Bei abgeheilter Wunde und reizlosen Wundverhältnissen kann der Verbandwechsel 2-mal wöchentlich erfolgen. Im häuslichen Bereich kann nach Ermessen des Arztes ganz auf einen Verband verzichtet werden. Legen Sie sich zunächst alle notwendigen Materialien für den Verbandwechsel der PEG-Sonde bereit. Sie benötigen ein Händedesinfektionsmittel, 2 Paar unsterile Handschuhe, ein vom Sondenhersteller empfohlenes Hautdesinfektionsmittel oder Antiseptikum, ein Abwurfbehältnis zur Entsorgung des alten Verbandes und ein PEG-Verbandwechselset bestehend aus sterilen Kompressen, Schlitzkompressen und Fixierpflaster. Unser Lieblingsprodukt ist hier das Dolpina Verbandset Standard. Da wir den Klebemechanismus des Fixierpflasters sehr schätzen. Es hält besonders gut, lässt sich aber dennoch beim Verbandwechsel sehr leicht von der Haut lösen. Waschen Sie sich zu Beginn Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Ziehen Sie sich zum Entfernen des alten Wundverbandes 1-mal Handschuhe an. Lösen Sie den Verband vorsichtig ab und entsorgen Sie diesen im Abwurfbehältnis. Öffnen Sie im nächsten Schritt die äußere Halteplatte und lösen die Ernährungssonde aus der Halteplatte. Schieben Sie die Halteplatte nun von der Bauchdecke weg, sodass ausreichend Platz für die Reinigung des Magenstummers vorhanden ist. Ziehen Sie Ihre Einmalhandschuhe aus und entsorgen diese. Führen Sie eine gründliche Inspektion des Stomas und der Haut um das Stoma durch. Bei einer länger liegenden PEG-Sonde sollte die Haut trocken und reizlos sein. Zeichen einer Entzündung können an Rötungen, Schwellungen, Austritt von Sekret, Bauchschmerzen oder Fieber erkannt werden. Bei Anzeichen einer Entzündung sollten Sie umgehend den behandelnden Arzt informieren. Desinfizieren Sie sich Ihre Hände erneut und ziehen Sie frische Einmalhandschuhe an. Besprühen Sie die Halteplatte, den Sondenschlauch und die Umgebung des Magenstomas mit Hautdesinfektionsmittel und reinigen Sie das Stoma mit einer Kompresse im Halbkreis von innen nach außen. Säubern Sie abschließend den Sondenschlauch und die Halteplatte mit einer Kompresse. Um ein Einwachsen der inneren Halteplatte der Ernährungssonde zu verhindern, sollte die Sonde regelmäßig mindestens 1-mal wöchentlich mobilisiert werden. Bewegen Sie hierzu die Sonde 3 bis 4 cm auf und ab und drehen diese um mindestens 180 Grad. Bitte beachten Sie, dass jejunale Sonden sowie die Freka Jet PEG niemals gedreht werden dürfen, sondern nur auf und ab bewegt werden, da sich die Lage der Sonde sonst verändern kann bzw. es zur Schlingenbildung kommen kann. Besprühen Sie das Stoma, die Sonde und die Halteplatte erneut mit Hautdesinfektionsmittel und lassen Sie dieses entsprechend den Vorgaben des Herstellers einwirken. Legen Sie anschließend die Schlitzkompresse um die Ernährungssonde. Schieben Sie die Halteplatte unter leichtem Zug, der etwa vergleichbar ist mit dem Gewicht von 2 Tafeln Schokolade Richtung Bauchdecke. Fixieren Sie die Ernährungssonde mit leichtem Spielraum von 5 bis 10 mm in der äußeren Halteplatte. Decken Sie die äußere Halteplatte mit einer Kompresse ab und ziehen Sie anschließend Ihre Handschuhe aus. Fixieren Sie die Sonde und die Kompressen mit dem Pflaster. Die Körperpflege kann wie gewohnt vorgenommen werden. Nach kompletter Wundheilung und reizlosem Stoma ist Duschen nach einer Woche und Baden nach ca. 2 Wochen ganz normal möglich. Hierzu sollten Sie den alten Verband vorab entfernen. Vor der Neuanlage des Verbandes ist es wichtig, das Stoma, die Haut und die Ernährungssonde gut zu trocknen.
Bei Bedarf kann das Stoma zum Duschen oder Baden auch mit einem wasserfesten Transparentpflaster abgedeckt werden. Produkte, die Polyvidonjod oder Octenidinhydrochlorid enthalten, wie zum Beispiel Beta-Isodona, Braunol oder Octenisept, eignen sich für den Verbandswechsel nicht. Sie können das Material der Ernährungssonde schädigen. Auch wenn keine Nahrungsaufnahme über den Mund erfolgt, ist eine sorgfältige und regelmäßige Mundpflege unerlässlich, um einen Pilzbefall oder eine Ohrspeicheldrüsenentzündung zu vermeiden.